Willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute mit dem Ferrari 488 GTB aus dem Jahre 2015. Und boah, der sieht einfach geil aus, oder? Was will man auch sagen? Es ist Ferrari Design in ziemlicher Perfektion. Hier allein, der dürfte ordentlichen Anpressdruck erzeugen durch die Einlässe, Ein- und Auslässe hier, die auf die Motorhaube drücken. Aber ziemlich auf die Motorhaube oder an den Seiten drücken. Da hat er hier nochmal einlässt, hier natürlich auch Anpressdruck erzeugen, indem unten wird er nur angesaugt, oben wird wahrscheinlich Anpressdruck erzeugt und die Luft wird hier ist wahrscheinlich wieder rausgelassen. Dürfte sehr gut auf der Hinterachse Anpressdruck erzeugen. Da haben wir einen Spoiler, sieht nicht krass aus, aber durch die Luft, die vorne auf die Windschutzscheibe gepresst wird, rumzieht und drückt er hinten auch wieder auf den Heckspoiler drauf. Von daher dürfte das gar nicht schlecht sein. Und hier vorne noch ein kleiner Vornspoiler. Dürfte auch ganz gut erzeugen. Für unten. Gucken wir doch mal vorne rein. Dürfte doch nur. Ja. Oh, sogar was drin. Cool. Schon nie gesehen bei Forza. Was aber schick. Die Felgen sind. Ja, die Fahrerfelgen sind meistens nicht so der Hammer. Da kann man noch was tun, aber die sind auf jeden Fall schick und schlicht. Machen wir doch mal die Heckklappe auf. Ja, so schön edel verpackt wie immer. Ansaugen. Oh, sieht man jetzt nicht so viel besonders. Wahrscheinlich ein ordentlich dicker Motor drin zu hängen. Ja, will ich mal auch hoffen. Und hier haben wir jetzt wieder nur noch die einzelnen Lampen hinten. Finde ich sie gut beim Wagen. Ich glaube, zwei Lampen hätten nicht gut ausgesehen bei dem. Auspuffe kommen so relativ mittig und hoch aus. Weil unten muss ein dicker Diffusor hängen. Was denn sonst? Oh, hier hinten kommt auch nochmal, wird auch Luft reingepresst. Da an die Fahrerzeichen, dass hier rauskommt. Ordentlich. Läuft, Junge. Hey, Tür zu, bitte. Danke. Oh, schick, schlicht von innen. Ah, hier, wie das an den beiden Seiten am Lenkrad ist, kennen wir aus dem letzten. Aus dem California war es, glaube ich. Oder aus dem. Nee, aus dem 2730, glaube ich. Das sah ja auch genauso. In einem sah es auch ziemlich genauso aus, aber hier sieht es eindeutig schicker aus. Da unten. Und wir haben einen Launch Controller, können wir leider hier nicht aktivieren. Lenkrad ist geil, wie immer bei Ferrari. Aber was macht denn der Klang? Oh, der schreit. Bei 9000. Okay. Kurz ein bisschen bissig. Sagen, den prügeln wir jetzt auch mal über die Strecke. Zurück, kurz vor der Rennstrecke, nochmal kurz mal wieder die Basics Facts rausholen, Beschleunigungswerte. Von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Das ist ordentlich, dafür, dass er 388 Punkte hat. Ja, weiß man jetzt nicht so, ob das der Kracher ist. Von 0 auf 116 auf 5,7. Das ist ganz gut. Er hat, glaube ich, über 6 gebraucht, serienmäßig. Ein paar weniger Punkten. Ja, okay, da ist aber nicht schlecht. Von Höchst Top Speed 100, 360. Das ist wirklich, da ist er der schnellste. Geschwindigkeit aller Ferraris. Sehr gefahren sind serienmäßig und das dunkle Rot. Wow, steht ja wohl. Hammermäßig. Und ich finde sogar, das sind dunkelblaue, ziemlich dunkelblaue Scheiben, Rückspiegel. Und ich finde, die sehen gut aus. Passt so, das Design, so ist cool, das Design. Wie wenn man sie kauft, wenn man ihn ganz rot lackiert, ne? In der echten Ferrari, also wenn er wirklich Ferrari rot ist, dann ist der ganz, ganz normal Ferrari rot. Das dunkle Rot. Boah, geil. Ist ja ähnlich wie auf dem California T, aber da war es, glaube ich, noch ein Tick dunkler. Fand ich auch geil. Gucken, wie er performt. Da steht so ein California T. Ach, Alrad. Mach die Musik gerade mal lieber aus, bevor es eine Probleme gibt. Geh mal, Mucke. Hat man leider vor zu oft genug. Ach, lieber rein ins Auto. Ja, mag das. Alter, sag ich aber auch. Bremsen und Gas geben mag ein Auto nicht so gern. Easy, easy, easy. Was macht der Junge? Mit seinem Ferrari kaputt fahren, mutwillig oder was?
halbwegs schon überholt. Ach, immer der. Den hatten wir schon mal in Grau, genau, auch in Grau. Da habe ich mich komplett... Oh, da sitzt die andere neben uns. Ah, hier, das war kacke gefahren und hier kann man auch nicht zusammen durchfahren, auch wenn ich es genau bekommen hätte. Wäre das nicht gut gegangen. Wie, wir haben nicht den höchsten Fahrmodi drin? Licht am Lenkrad gerade. Ich glaube, im dritten Platz müssen wir uns anfreunden. Dazu hört man diesen... Die Schaltwippe ziemlich laut. Oh, noch gekriegt! So, jetzt hier nicht die Wand treffen. Oh, genau, nicht die Wand getroffen. Ja, der Wagen ist ein bisschen wackelig auf der Strecke gefühlt manchmal. Sonst fährt er sich gut, so wie die meisten Fahrer sich halt gut fahren. Aber wir konnten hier nicht um den Sieg mitkämpfen. Die da vorne waren schon gut weg von uns. Wir waren eher so mittel, also so 4 bis 6, 3 bis 6 so. Da konnten wir mit dem Wagen fahren. Und die waren ja ungefähr unser Tempo. Mal gucken, 32. Ja, mal gucken, was wir noch im Tuning haben. Ich habe auch ein geiles Design gefunden für den Wagen. Also ich hoffe, es ist geil. Sah auf dem Foto geil aus. Wir werden es gleich herausfinden. Plan. Oh, da sind wir nach dem Tuning. Der Wagen verliert die standardmäßigen paar Kilos. Ja, die verliert jeder Wagen. Er steigt von 492 kW, das sind dann nämlich ungefähr 669 PS, auf 713 kW. Und das sind 970 PS. Ich habe schon hochgehört. Ordentlich jetzt Punkte mit 978. Gut. Wir haben jetzt Allrad drin, sonst wären wir auf 980 gewesen. Aber ich glaube, sonst kannst du auch vergessen. Wir haben Front- und Hex, Frontlippe und Heckspoiler drauf. Ja, der Heckspoiler macht das Design kaputt. Frontlippe, ja, die kriegst du ja selten was mit von. Aber ja, mal gucken, wie er fährt. Ich habe kurz einen Sneak Peek fürs Design gesehen. Wir sehen es an der Rennstrecke. So, hier sind wir vorm Rennen mal wieder. Und gucken uns wieder das Auto an, was für Beschleunigungswerte er hat. Von 0 auf 100 in 1,75 Sekunden, das ist ordentlich, hatten die meisten getunt Fahrer so ungefähr rum. Und top von 100 auf 160, von 0 auf 160, 3,6, auch ungefähr die Werte der normalen Fahrer ist. Top Speed ist aber bei 383, das ist ordentlich. Gucken jetzt mal nicht, ob wir in der Sitzung noch irgendwas ändern können, weil ach, das bisschen daraus geht's halt, macht eh nicht so viel aus. Aber was wir uns angucken, ist kurz unser Ferrari im Drohnenmodus. Ich mal das mit dem Design. Oh, wie böse der aussieht. Ich finde sogar, wenn ich mir den jetzt so angucke, der Heckspoiler, macht sie ein bisschen kurz zur Corvette. Was jetzt nicht schlecht ist, eine Corvette ist ein verdammt geiles Auto. Aber dann verliert er ein bisschen den Ferrari-Look. Ohne Heckspoiler ist der mehr noch ein Ferrari aus, aber wir wollen hier ein Rennbiest draus machen. Ja. Von daher haben wir ihn draufgepackt und... Der wirkt. Haben wir gerade gesehen, ohne Probleme die Kurve kommt, hat noch nichts angefangen zu rutschen. Du hast dein Ziel erreicht. Mal gucken, wir fahren wieder nur Ferraris. Ich finde die nur Ferrari-Kategorie irgendwie geil. Weil Ferraris sind alle mal irgendwas. Alle haben irgendwas Geiles. Und was man hier noch sieht, die Lampen. Das sind einfach mal so die sechs kleinen Lampen da hoch. Übel geil, ist mir gleich aufgefallen bisher. Ich finde die Felgen sehen rum. Diesem mattrot. Da sind die Felgen geil. Vielleicht werden sie in schwarz einfach kacke. Boah, so nehmen sie schnell FXX. Ich glaube ohne K. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist das der, den man im Autopass bekommt? Das ist nämlich ohne K. Nach Ferrari. Alter, tut einfach jedem Wagen Forza so gut, dass es einfach bekloppt. Mann! Ja, ich wollte nichts sagen, aber dann ist mir auch gefallen, der Wagen hat jetzt richtig Power unterm Arsch, da muss man da bremsen. Alter, der Power unterm Arsch! Man kann es nicht einfach reinlatschen. Ach komm. Gut, sind wir mal kurz ein bisschen geduldig. Da vorne ist noch ein FXX. Ganz mal ein bisschen vorsichtiger. Ach komm,
Das hat mir auch kein bisschen was gebracht, weil wenn ich außenweise angefahren wäre, hätte ich schneller rumfahren können. Ja, hier ist schon verkackt die Kurvenfahrt. Hier verkacke ich sie drin. Komm! Komplett verbremst er. Das sind 5 von denen da. Oh, der Karte zurück. Also, der geht die Kurve aus, um uns zu überholen. Dafür keinen Speed im Ausgang mehr gehabt. Ja, doch, sagen wir der Bremse. Der arme FXX wurde angekratzt. Ach komm, dann gib hier auch Gas. Alter! Nee, jetzt kommt das Spulen wir komplett zurück. Der findet ja gar nicht das Gas wieder hier. Ich würde mehr sagen hier so, ich bin da. Ja, Junge, schiebt er da rein. Komplett zugemacht, in da wollte ich nicht rein. Bin zu viel gebremst. Oh, schade. Alter. Hätte die Kurve hingekriegt, ohne da an der Wand zu sammeln. War schon krass gewesen. Hier schon, das kann doch nicht gut gehen. Und das ist nicht gut gegangen. Nehmen wir halt 5 mal raus und der kriegt's hin. Oh, oh, mal wieder. Wie schon ungetunt sind, noch so gerade reingesammelt. Jung! Was sollte das denn jetzt noch? Immer diese letzten Kurven teilweise, wenn der Wagen richtig gut ausbeschleunigen kann. Ja, wir sind jetzt Zweiter geworden. Jetzt ja, gut. Aber der Wagen sei noch nicht besser. Aber der beste Ferrari ist der 599... Lass mich kurz nachgucken. Der 599XX. Das ist der geilste Ferrari. Der California T fand ich auch mega. Was der 458, den ich mal geil fand. Einer war auf jeden Fall noch im Keller dabei, weil ein FXX die mitgefahren sind. Ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge mit einem Ford Focus RS zurück. Dann noch ein Raptor und dann kommt die Ford GTs. Also das wird geil. Also der von 1964. Der GT40 MK1. Dann der Ford GT von 2005 und der Ford GT von 2017. Ja?